Klimagerechtigkeit in München, und zwar schon seit dem Jahr 2012. Und in dieser Zeit habe ich eben auch sehr viele Interviews, Vorträge, auch schon ein Videodreh zum Thema Wahlalter ab 16 gegeben oder auch gehabt. Und deswegen bin ich jetzt heute hier als Experte. Genau. Also Wahlalter ab 16, was heißt es denn überhaupt? Ja, also der Grund, warum wir prinzipiell sagen, wir wollen wählen, ist ja, dass wir wollen, dass die Kinder mitbestimmen. Ihr macht es ja bei Plan for the Planet schon, also ihr seid ja schon bei Plan for the Planet aktiv, indem ihr Vorträge haltet und prinzipiell eure Meinung durch Plan for the Planet kundtun könnt. Aber ganz viele Kinder und Jugendlichen gibt es ja, die nicht zum Beispiel bei Plan for the Planet sind oder nicht politisch engagiert sind und deswegen deren Meinung dann auch in keinster Weise irgendwie in der Politik vorkommt. Weil, wie ihr ja wisst, der Bundestag oder auch bei uns in Bayern zum Beispiel eben auch der Landtag, der wird erst von den Erwachsenen ab 18 gewählt. Das heißt natürlich auch, dass die Politik, also ein Politiker, in erster Linie auf die Meinung der Erwachsenen hört. Weil, ist ja klar, jeder Politiker möchte ja auch möglichst Politiker bleiben und oder beziehungsweise möchte natürlich auch Politik fürs Volk machen. Und wenn also in erster Linie die Erwachsenen wählen, dann heißt es natürlich auch, dass in erster Linie die Meinung der Erwachsenen vertreten wird durch die Politiker. Genau, und aber weil wir finden, dass es ja so viele Kinder und Jugendliche gibt bei uns in Deutschland, die auch schon eine Meinung haben. Und weil wir auch finden, dass die Politiker heute schon sehr viele Entscheidungen treffen, die vor allem uns Kinder und Jugendliche betreffen. Also speziell die Klimakrise, also Gründe zur Klimakrise. Seid ihr alle noch da? Weil ihr seid alle so, ihr bewegt euch nicht? Gut, ich soll jetzt weg. Okay, also speziell die Klimakrise oder ganz viele andere Probleme wie die Gerechtigkeitskrise. Die werden ja, müssen ja jetzt alle eigentlich angegangen werden. Und natürlich, wenn jetzt in erster Linie Erwachsene wählen, dann ist da natürlich unsere Meinung nicht besonders vertreten. Und wir können eben unsere Meinung, obwohl das ja so wichtig ist für uns, ich meine, es wird ja unser Überleben davon abhängen, wie die Klimakrise gelöst wird oder ob sie gelöst wird. Deswegen finden wir es wichtig, dass auch wir Kinder und Jugendlichen mehr vertreten sein sollten. Und deshalb gab es schon vor Jahren die Wir wollen wählen-Kampagne vom Plan for the Planet. Da wird euch dann der Wolfgang auch noch mehr dazu sagen, weil ich persönlich war da tatsächlich gar nicht so involviert. Aber letztlich, worum es ging, ist, oder worum es geht, ist, dass wir sagen, wir wollen auch, dass schon jüngere Kinder und Jugendliche politisch engagiert sein können, indem sie wählen dürfen. Und dadurch würde das dann eben genau passieren, was wir wollen, dass die Politiker auch auf uns eingehen müssen. Und natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, dass dann Dreijährige aus der Kinderkrippe auch mitwählen können. Ist ja klar, die haben ja noch überhaupt keine Ahnung, wie unsere Welt funktioniert. Aber, das wäre natürlich Quatsch. Aber das, was wir uns vorstellen würden, wäre zum Beispiel, dass das Wahlalter, das prinzipielle Wahlalter auf 16 runtergesetzt wird. Das heißt, dass sobald ich 16 Jahre alt bin, dass ich automatisch aufgefordert werde zu wählen. Und dass, wenn ich jünger bin, also vielleicht in eurem Alter mit 13 oder 14 oder auch schon noch jünger, wenn ich zu dem Zeitpunkt mich dafür interessiere, dass ich auch dann schon die Möglichkeit habe, mich einzutragen und aktiv zu sagen, ich möchte auch wählen. Und dann könntet auch ihr, genauso wie die Erwachsenen, oder auch ich bin ja auch noch nicht 18, genauso wie die Erwachsenen, mitwählen. Und ich glaube, dass es aber ganz wichtig ist, also man kann natürlich sagen, ich möchte unbedingt wählen. Ich glaube, jeder sagt prinzipiell, er möchte wählen, weil es ist natürlich auch cool, irgendwie da mitzureden. Aber es ist auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt, bevor man sagt, man möchte da mitwählen. Also ich weiß jetzt nicht, da ist wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen anders, aber die einen sind schon deutlich mehr an der Politik interessiert, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich glaube, dass es nur dann Sinn macht, auch wirklich mitzuwählen, wenn man auch sich damit beschäftigt, was denn die Parteien von heute überhaupt so machen wollen mit der Politik. Also weil da gibt es ja vielleicht die eine Partei, die sagt, wir wollen möglichst früh aus der Kohlekraft aussteigen, um möglichst früh die Klimaschutzziele zu erreichen. Und dann gibt es vielleicht die andere Partei, der das nicht so wichtig ist und die vielleicht dafür
andere Sachen in den Vordergrund rückt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, also es ist sehr wichtig, dass Leute, die wählen dürfen, sich dementsprechend dann auch damit beschäftigen, was sie überhaupt wählen wollen. Also, ich habe da gerade eine Nachricht bekommen von Alex. Was ist denn der Unterschied, wenn Kinder wählen und wenn Erwachsene wählen? Das ist eine gute Frage. In erster Linie gibt es ja überhaupt gar keinen, weil sowohl die Erwachsenen dürfen wählen, als auch die Kinder. Prinzipiell ist es also willkürlich gewählt, dieses Alter mit 18. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass man da dann volljährig wird, etc. Aber in erster Linie ist es ja so, dass es jetzt egal wäre, ob Kinder wählen oder Erwachsene. Nur meistens sagen die Leute halt, die Erwachsenen haben vielleicht schon mehr Erfahrung und wissen mehr, etc. und können deswegen besser sagen, ob es, also, oder was sie wählen oder wie Deutschland funktionieren soll. Aber natürlich gibt es auch schon Kinder, die das tun können, und für genau die wollen wir, dass die auch mitwählen können. Ist deine Frage damit entschieden, beantwortet, Alex? Gut. Ich war da, dass es wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt. Und eine Möglichkeit, jetzt schon sich damit zu beschäftigen, ist einfach Nachrichten lesen. Also ganz einfach sich damit zu beschäftigen, was funktioniert oder was passiert überhaupt in unserer Politik. Klar, das kann manchmal auch ganz schön uninteressant sein. Manchmal ist es auch nicht so die Themen, die uns Kinder und Jugendliche interessieren. Aber ganz oft, gerade in der Lokalpolitik, ist es tatsächlich ziemlich interessant. Also speziell in kleineren Dörfern geht es da ganz viel auch darum, wie funktioniert die Stadt? Wo gibt es einen Kinderspielplatz? Wo kommt ein Kino hin? Was passiert mit dieser und jener Fläche? Kommt da vielleicht ein Bolzplatz hin? Und auch da, wenn man sich damit beschäftigt, dann erfährt man oder versteht man erstmal, wo überhaupt Politik in unserem Alltag stattfindet, weil es ist natürlich ein Riesengebiet und eigentlich alles, was in unserem Alltag passiert, ist in irgendeiner Form politisch. Außerdem eine Möglichkeit, die ihr jetzt schon mitmachen könnt, ist die U18-Wahl. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Bei mir in der Schule gab es das schon. Das ist im Prinzip zu jeder normalen Politikwahl, also zum Beispiel vom Bundestag, gibt es auch eine U18-Wahl. Das U steht für unter 18 und die Möglichkeit, bei der U18-Wahl teilzunehmen, ist eigentlich eine ziemlich coole, weil da können auch Kinder und Jugendliche schon wie die Großen wählen, nur leider zählt es dann am Ende in der Realität nichts. Genau, der Johannes schreibt, der hat da auch schon mitgewählt. Mega cool, ich habe da letztes Jahr auch mitgewählt. Und da kann man einfach, und das ist auch, die Internetseite ist u-18.org, und zu jeder Bundestagswahl kann man dann wie die Erwachsenen auch in einem Wahllokal gehen und eine Partei, bei der man glaubt, dass sie die richtige wäre für die Bundestagswahl oder für die Erwachsenen, wo man glaubt, dass die Erwachsenen die wählen sollen, die kann man dann auch wählen. Und dann sieht man mal, wie die ganzen Jugendlichen sich entscheiden würden. Und dann sieht man, also können auch die Politiker von heute schon sehen, anhand dieser Jugendwahl, okay, es ist vielleicht wichtig, da mehr auf die Jugend zu hören, weil auch die Jugend ja schon sich da engagiert und auch in der U18-Wahl schon teilnimmt. Und das ist auch schon ein ganz klar, ganz einfaches Zeichen, um jetzt schon der Politik von heute zu sagen, hey, wir wollen auch mitwählen. Aber natürlich seid ihr da natürlich durch euer Engagement bei Plan for the Planet eh schon ziemlich aktiv. Drum ist es prinzipiell ja so, also das hat man ja auch, das war ja auch der Grund, warum zum Beispiel ich schon Interviews zu diesem Thema gegeben habe, einfach aus dem Grund, weil zum Beispiel die Presse eben schon weiß, okay, bei Plan for the Planet sind Kinder und Jugendliche, die da schon aktiv sind und vielleicht sich auch damit schon beschäftigen. Aber nicht nur ihr, sondern auch eure Freunde sollten sich vielleicht damit beschäftigen. Weil je mehr wir sind, desto höher ist dann auch irgendwann die Chance, dass dieses Wahlalter vielleicht nach unten gesenkt wird. Also das, was mir wichtig ist, dass ihr mitnehmt aus dem, was ich jetzt gesagt habe, ist erstens, dass es prinzipiell möglich wäre, dass auch Kinder und Jugendliche wählen und dieses Wahlalter ab 18 ja mehr oder weniger willkürlich gewählt ist. Zweitens, es ist wichtig, dass wir engagiert sind, weil nur wenn wir engagiert sind und uns für Themen interessieren und auch für Themen, wie jetzt zum Beispiel auch bei Fridays for Future, auf die Straße gehen und
Aufmerksamkeit auf gewisse Themen legen. Nur dann merkt auch die Politik, ey, die Jugend, die ist interessiert daran zu wählen. Die Jugend möchte mitbestimmen. Weil wenn die Politik nicht merkt, die Jugend möchte mitbestimmen, klar, dann sagen sie auch, okay, der Jugend ist es ja sowieso egal, wir brauchen kein Jugendwahlrecht. Und drittens, bevor man fordert, dass man wählen möchte, auch als Jugendlicher, sollte man sich unbedingt damit auseinandergesetzt haben, was man überhaupt wählen würde und wieso. Weil es macht natürlich auch wenig Sinn zu sagen, ich wähle einfach irgendwas, ohne eine Ahnung zu haben, weil am Ende wählt man dann eine Partei, mit deren Meinung man überhaupt nicht übereinstimmt. Dann wäre ich erstmal fertig. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach rein. Und ansonsten würde der Wolfgang jetzt weitermachen, glaube ich. Dankeschön, Benedikt. Ich hoffe, dass mich alle gut verstehen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann mache ich einfach mal weiter. Wenn es trotzdem noch Fragen gibt, gerne einfach in den Chat schreiben. Dann beantworten Benedikt, solange er noch da ist, und ich die Fragen sehr, sehr gerne. Ich heiße Wolfgang. Ich kenne Felix Finkbeiner schon seit sehr langer Zeit. Und ich habe gemeinsam mit Felix vor, ich glaube, inzwischen 7 Jahren ist es her, bei der letzten Bundestagswahl, eine Wahlprüfbeschwerde eingereicht und dann eine Verfassungsbeschwerde eingereicht gegen den Ausschluss von Kindern und Jugendlichen bei der Bundestagswahl 2013. Und möchte jetzt gerne kurz erklären, was das eigentlich ist, warum wir das gemacht haben und wie wir das gemacht haben. In Deutschland gibt es eine sogenannte Verfassung, die nennt sich Grundgesetz. Grundgesetz deswegen, weil es die Grundlage von allen anderen Gesetzen ist. Also dann steht da sowas drin wie die Menschenrechte, es steht drin, dass wir die Demokratie haben, es steht drin, dass jeder wählen darf. Also solche wirklichen Prinzipien unseres Landes, wie wir gemeinsam leben, wie die Politik funktioniert, wie die Bundeskanzlerin gewählt wird, wie der Bundestag aussieht und so weiter, all das steht drin. Deswegen Grundgesetz, was eben die Grundlage ist von allen anderen Gesetzen, die es gibt. Kann man auch nur schwer ändern, weil es eben wirklich so wichtig ist für uns. Und in diesem Grundgesetz gibt es auch zwei Paragraphen, die der Artikel heißen. Und der eine Paragraph oder Artikel, der für uns wichtig ist, ist der Artikel 20. Da steht drin, dass wir eine Demokratie haben mit Volkssouveränität. Das heißt, dass alle, also das Volk, nicht nur Einzelne, nicht nur die Reichen, nicht nur die Männer, nicht nur die Schlauen, nicht nur die Erwachsenen, sondern alle, nämlich das Volk, also ihr, ich, alle, die wir Deutsche sind, die einen deutschen Pass haben, mitbestimmen dürfen, wer uns regiert. Weil sonst wäre es ja keine Demokratie. Wenn nur ein paar entscheiden dürften, wer uns regiert, dann hätten wir keine Demokratie mehr. Und das wäre dann eben eine Verletzung von diesem Artikel 20 im Grundgesetz. Und dann gibt es auch den Artikel, ich glaube, den 36er. Da steht dann drin, dass jeder wählen darf. Also allgemeines Wahlrecht heißt das. Also jeder Mensch, der Deutscher ist, hat das gleiche Wahlrecht. Es gibt irgendwie kein Drei-Klassen-Wahlrecht, dass man vielleicht eine Schule aus dem Geschichtsunterricht noch kennt, wo es heißt, ja, wer reich ist, darf halt dreimal so viel wählen wie derjenige, der halt arm ist. Also jeder Mensch, egal wie schlau oder dumm, egal wie intelligent oder nicht intelligent, egal wie reich, arm, Mann, Frau, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, alle dürfen genau gleich wählen. Dummerweise gibt es aber da noch eine kleine Ausnahme und es ist die einzige, die es gibt, nämlich für die unter 18-Jährigen. Also es gibt dieses komische Wahlalter, diese Grenze. Die steht auch mit dem Grundgesetz drin, aber widerspricht ihm eigentlich ja. Weil warum sagt man, wir haben eine Volkssouveränität, wir haben Demokratie und wir haben das allgemeine Wahlrecht und macht danach diese komische Ausnahme, die ja, wie Benedikt schon sagte, völlig willkürlich ist. Denn wenn man dann sagt, man braucht sowas wie eine Wahlreife vielleicht, also so eine Art Wahlintelligenz, Wahlwissen, dass man weiß, welche Partei was macht oder so, dann müsste man ja sowas wie eine Art Wahltest einführen, ja, damit Erwachsene getestet werden, ob sie überhaupt wählen können, ob sie dazu fähig sind und in der Lage sind. Und da müsste man ja wirklich viele Erwachsene auch ausschließen, weil was Benedikt gerade von uns einforderte, dass wir wissen, welche Partei wir wählen wollen und wissen, für was die steht, das wissen viele Erwachsene nämlich auch nicht. Es gibt auch viele sehr alte Menschen, die jetzt zum Beispiel 90 sind oder 100 sind, die jetzt kein Zoom-Meeting machen können, wie wir das jetzt tun, weil sie mit digitalen Technologien überfordert sind, weil sie sagen, das ist zu neu für mich, ich will das auch gar nicht mehr. Die Welt da draußen gar nicht mehr verstehen, die vielleicht sogar gar nicht mehr richtig denken können, weil sie krank sind.
und die dürfen trotzdem mitwählen. Also es gibt auch keine Wahlhöchstgrenze. Es gibt kein Höchstwahlalter. Der steht nicht im Grundgesetz, obwohl man es ja auch genauso rechtfertigen könnte wie ein Mindestwahlalter. Aber das will man ja bewusst nicht. Das möchte auch ich nicht haben. Meine Oma soll wählen dürfen. Genauso aber möchte ich, dass wenn ich mal Kinder habe, dass die auch wählen dürfen, wenn sie es denn wollen. Also klar, so ganz kleine Kinder, die vielleicht noch im Kinderwagen liegen, ja, da heißt es dann manchmal, willst du doch, dass auch Kinder und Säuglinge wählen dürfen, die irgendwie noch gar nicht wirklich in die Wahlkabine selbst krabbeln können. Nee, na klar, ja, die sollen nicht wählen. Aber von mir aus haben sie das Recht zu wählen, aber müssen das ja nicht ausüben. Ja, also warum braucht man überhaupt so eine Art Wahlmindestalter, wenn das sich von selbst löst, dieses Problem? Ja, weil wer eben gar nicht mal laufen kann, wer nicht lesen kann, wer nicht mal das Kreuz machen kann, weil er zu klein ist dafür oder sie, dann die Leute werden nicht zur Wahl gehen. Ja, wer zu klein ist, der geht nicht zur Wahl, auch wenn er das Recht hat. So, wir haben dann diese beiden Prinzipien, also Demokratie und allgemeines Wahlrecht, aus dem Grundgesetz genommen und haben gesagt, lieber Deutscher Bundestag, 13 Millionen Menschen in Deutschland durften nicht wählen. Ihr könnt doch nicht so viele Menschen von der Wahl ausschließen, ohne gute Gründe dafür zu haben. Die Wahl ist doch nicht demokratisch gelaufen. Dann hat der Bundestag uns geantwortet tatsächlich. Es gibt da so eine Wahlprüfbeschwerde. Und diese Wahlprüfbeschwerdeeinrichtung hat uns dann geantwortet, ja, lieber Wolfgang, in deinem Falle ist deine Beschwerde ja nicht gerechtfertigt, weil du durftest ja wählen. Ja? Und im Falle von Felix und den anderen ist die Beschwerde nicht zulässig, weil beschweren darf sich ja nur, wer das Wahlrecht hat. Also wer kein Wahlrecht hat, darf sich ja gar nicht beschweren. Also das ist ein bisschen eine seltsame Argumentation, aber natürlich formal gesehen völlig richtig. So, dann haben wir gesagt, ja gut, dann kommen wir hier nicht weiter und haben einen Anwalt gebeten, uns einen Schreiben aufzusetzen, also eine Wahlbeschwerde für das Verfassungsgericht. Die sitzen in Karlsruhe, das sind Richterinnen und Richter und deren Aufgabe ist es zu prüfen, ob alle Gesetze wirklich dem Grundgesetz entsprechen. Ja, diese Richterinnen und Richter können dann sagen, dieses Gesetz, das widerspricht dem Grundgesetz und ist deswegen nichtig. Ja, das braucht man als unabhängiges Gericht, damit auch Gesetze wirklich diesem Grundgesetz entsprechen und man nicht einfach sagen kann, wir sind jetzt eine Mehrheit und wir beschließen jetzt irgendwas und dann können wir ja auch die Demokratie abschaffen oder können Menschenrechte verletzen, weil wir gerade die Mehrheit sind. Ja, das geht dann nicht, sondern diese Richter gucken dann drauf und prüfen, das Gesetz XY widerspricht dem Grundgesetz und dann können Sie sagen, dieses Gesetz ist hiermit nicht zulässig, wir verbieten das Gesetz. Ja, das braucht man, damit alles auch nach Recht und Ordnung zugeht und das Grundgesetz eingehalten wird. Und haben dann langes Schreiben aufgesetzt mit ganz vielen juristischen Fachbegriffen. Da habe ich sehr viel Neues gelernt auch dabei und ich glaube, jeder, der dabei war, hat was Neues gelernt und haben argumentiert eben mit diesen beiden Artikeln aus dem Grundgesetz, dass Demokratie verletzt ist, dass das allgemeine Wahlrecht verletzt ist und dass auch Kinder und Jugendliche das Recht haben müssen zu wählen. Und tatsächlich hat man uns geantwortet, hat ein bisschen gedauert, aber nach über einem Jahr haben die Richter dann wirklich geschrieben, ja, danke schön, wir lehnen das aber ab, was ihr uns schreibt, wir sind nicht eurer Meinung. Warum nicht? Weil wir finden, dieses Mindestwahlalter ist begründbar. Sie haben aber vergessen, uns die Gründe dafür zu nennen. Also auch da, ne? Also rechtlich, juristisch wieder irgendwie formal korrekt argumentiert. Von den Richtern natürlich, ja. Aber haben uns gesagt, nee, so nicht. Wenn es wer entscheidet, ja, dann der Bundestag. Wir als Richter wollen das nicht entscheiden. Trotzdem war es, glaube ich, uns ein Erfolg, auch wenn wir da eigentlich gescheitert sind vor Gericht, weil wir haben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Also wenn Kinder und Jugendliche, ich meine, ich war damals schon erwachsen, bin es ja jetzt immer noch, aber sehr viele Kinder und Jugendliche haben uns dabei unterstützt und haben gesagt, wir möchten wählen. Ja? Also einer war 12, der Jüngste, glaube ich, und der Älteste war halt dann ich, denke ich, und haben einfach gemeinsam gesagt, wir sind Erwachsene, wir sind Kinder und Jugendliche und möchten eben, dass wir dieses Wahlrecht auch für wirklich alle haben,
und nicht nur für die scheinbar Erwachsenen haben. Und wir haben wirklich viele Artikel dazu bekommen. Wir waren im Spiegel damit sehr groß. Da hat auch Felix ein Interview gegeben. Es gab wirklich auf der Frontseite vom spiegel.de einen großen Artikel dazu. Auch ganz oben, also nicht nur irgendwie unten versteckt, sondern wirklich ganz oben. Wir hatten ganz viele Radiointerviews. Also es lief da schon wirklich sehr, sehr viel. Und wir konnten auch viele Abgeordnete des Bundestages dazu bewegen, sich für uns auszusprechen. Unter anderem auch den heutigen Minister Jens Spahn, der damals noch einfacher Abgeordneter war, der sagte, ich finde eure Anliegen sehr sympathisch. Ich bin im Detail nicht eurer Meinung, aber ich finde, es ist ein Thema, darüber muss man sprechen. Und ich glaube, das heißt jetzt nach, ja, im nächsten sind es dann 8 Jahre her wieder, bei der nächsten Bundestagswahl, man sowas auch wieder versuchen könnte. Dass man nochmal sagt, weil die Zeiten ändern sich ja auch, wir sind jetzt wieder ein Haufen Kinder und Jugendliche. Wir sehen, dass die heutige Politik nicht genug macht, unter anderem für den Klimaschutz, dass wir immer noch viele Millionen sind, die einfach nicht gehört werden, die eben kein Recht haben, an der Regierung mitzuwirken. Also wir werden regiert, ohne aber die Regierung mitbestimmen zu dürfen. Und dass wir deswegen auch selber mitreden wollen, weil das ja auch im Grundgesetz so drinsteht. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn viele von euch da auch mitmachen. Ich wohne mit Luisa Neubauer zusammen, zufällig. Die ist von Fridays for Future da sehr stark engagiert. Und wenn vielleicht ihr, der Benedikt, noch mitmacht, wenn vielleicht Felix auch noch mal mitmacht, dann haben wir, glaube ich, ganz viele Leute, Erwachsene, aber auch euch als Kinder, die ja betroffen sind davon, um nochmal wirklich die Werbetrommel zu rühren, die Presse zu alarmieren und zu sagen, hey, wir haben hier ein Anliegen, das ist uns wichtig und wir möchten dafür streiten, dass das im Parlament verhandelt wird und dass auch die Richter und die Richterinnen in Karlsruhe beim Verfassungsgericht sich nochmal Gedanken machen müssen, ob sie wirklich noch immer noch der Meinung sind, dass dieses Wahlalter von mindestens 18 Jahren dem Grundgesetz entspricht. Und wenn es vielleicht nur auf 16 Jahre runtergeht, ist auch schon gut. Das braucht ja nicht von heute auf morgen auf null runtergehen. Aber auf 16 Jahre oder 14 Jahre, glaube ich, wäre schon ganz toll. Also würde ich mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ich schreibe hier mal kurz meine E-Mail-Adresse noch rein in den Chat. Dann könnt ihr mich auch kontaktieren. Und wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt noch an Benedikt und an mich oder eben gerne auch per E-Mail, wenn es im Nachgang dazu noch Fragen gibt. Soweit erstmal von mir. Oh ja, Antonia fragt, können Politiker das Grundgesetz verändern? Ja, das können sie. Es ist aber ein bisschen komplizierter. Normalerweise braucht ein Gesetz nur die Mehrheit der Stimmen im Bundestag. Also Bundestag ist das Parlament, die wählen wir mit der Bundestagswahl. Das sind momentan 700 Abgeordnete und davon braucht man eben die Hälfte plus einen, also die Mehrheit, und dann können die normale Gesetze machen. Beim Grundgesetz ist es komplizierter, da braucht man 2/3 der Stimmen. Also 2 von 3 Abgeordneten müssen quasi dafür sein, statt nur die Hälfte. Das ist schon machbar, das passiert auch gelegentlich, ist aber viel, viel schwerer, weil wirklich ganz viele Parteien dafür sein müssen. Ja. Und deswegen ist es sehr schwer, das Grundgesetz zu verändern. Aber natürlich, ja, wenn man vor Gericht nicht gewinnt, dann kann man es auch im Bundestag machen. Man braucht dafür aber 2/3 und es ist ziemlich hart, also sehr schwer zu bekommen. Ja, Katharina? Ja, das ist richtig, klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass meistens dann doch die Hürde, dass das Kind dann wirklich selber zum Wahlverzeichnis oder zum Einwohnermeldeamt geht, zur Behörde und sagt, ich möchte jetzt wählen, und das alleine tut und dort unterschreibt und sagt, ich persönlich, ich möchte wählen, die ist dann wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen höher. Noch dazu, also klar, wenn die Eltern dann hergehen und das Kind zur Behörde schleppen und dann sagen, du unterschreibst da jetzt, dann könnte man ja wiederum auch sagen, okay, das Kind muss da persönlich auftauchen auf dem Einwohnermeldeamt und sagen, es möchte das. Und dann kann vielleicht ja auch die Person in der Behörde da so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl agieren, wenn der merkt, okay, da wollen eigentlich nur die Eltern sich ein zusätzliches Wahlrecht rausholen, dann
könnte der halt sagen, okay, das geht vielleicht nicht. Außerdem würde ich behaupten, dass, also ja, letztlich wäre es ja dann immer noch so, dass du persönlich für dich eine freie Wahl hast. Und klar, es gibt dann vielleicht ein paar von den 10-Jährigen, die dann vielleicht das Gleiche wählen wie ihre Eltern. Aber die Frage ist natürlich, wie oft wird es wirklich passieren? Wie viele Eltern wollen wirklich ihre Kinder dazu manipulieren, für sie zu stimmen? Weil letztlich will ja doch dann jedes Elternteil, dass das Kind auch politisch, also natürlich ist es ja auch so, dass das Kind wahrscheinlich politisch das Gleiche wählen wird, was die Eltern wählen. Und dann, also da ist dann prinzipiell die Frage, ob dann überhaupt da so große Meinungsverschiedenheiten sind. Und ich glaube, im relevanten Alter ist es dann wahrscheinlich schon so, dass die Kinder dann auch das wählen, was sie wollen. Und weißt du, das ist das Gleiche, auch die Erwachsenen reden ja miteinander. Und ich bin mir sicher, auch ein Erwachsener wählt im Zweifel, wenn er sich nicht sicher ist, das, was sein Freund wählt oder das, was die Freunde wählen. Und da ist es ja auch nicht negativ. Und warum sollte es dann prinzipiell was Negatives sein, wenn Kinder in Anführungszeichen zumindest bis zu einem gewissen Grad beeinflusst werden von ihren Eltern? Aber es gibt auch genügend Erwachsene, die überhaupt keine Erfahrung haben. Es gibt so viele Erwachsene, die zur Wahl gehen und nicht einmal das Wahlprogramm von der Partei gelesen haben, das sie wählen. Ja, also das stimmt natürlich, was du sagst, Benedikt. Ne? Also klar, Katharina, viele haben da Bauchschmerzen bei so einem Gedanken, dass wirklich sehr junge Menschen wählen dürfen. Aber genauso kann man auch argumentieren, dass wirklich sehr dumme Menschen, dass suchtkranke Menschen, dass demente Menschen, also auch wer Demenz hat, wer wirklich sehr alt ist, die dürfen auch alle wählen. Und zwar zu Recht. Warum zu Recht? Weil wir ja nicht anfangen können zu unterscheiden, wer soll das Wahlrecht haben und wer nicht. Wer ist sozusagen schlau genug oder wer ist wenig beeinflussbar. Wenn wir einmal anfangen, Menschen auszusortieren, die zu dumm, zu alt, zu beeinflussbar oder eben zu jung sind, dann hören wir nicht mehr auf. Und das ist eben Demokratie, dass jede Stimme gleich viel zählt, weil wir haben alle die gleiche Menschenwürde. Und die Menschenwürde ist unantastbar, die zählt alle gleich für jeden. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder wählen dürfen soll. Ist zumindest meine Meinung und ich glaube, der steht auch so im Grundgesetz drin, in dem wichtigen Gesetz. Und klar kann man das missbrauchen, aber deswegen, nur weil ein Recht missbraucht werden kann, ist es kein Grund, das ganze Recht für alle abzuschaffen. Es gibt ja auch die Briefwahl. Ja, also gerade bei alten Menschen, die nutzen die Briefwahl sehr häufig. Und da kann es natürlich vorkommen, dass früher der Zivildienst leisten oder jetzt auch die Kinder oder die Enkelkinder oder der Betreuer im Pflegeheim einfach den Briefwahlzettel ausfüllen. Kann man auch sagen, dann schafft man halt die Briefwahl ab oder lässt alte Menschen generell nicht mehr wählen. Aber dann bin ich der Meinung, nee, das kann zwar missbraucht werden, aber lieber habe ich, dass die Leute weiter wählen, auch wenn sie alt sind, als dass man ihnen das ganze Recht wegnimmt. Und genauso, glaube ich, ist es auch wichtig für junge Menschen, nur weil ein Recht missbraucht werden kann, es ist kein Grund, allen jungen Menschen das Recht wegzunehmen. Das ist zumindest meine Meinung. Kann man sicherlich anders sehen, aber ich bin da sehr davon überzeugt. Jetzt hat, glaube ich, Alex noch eine Idee, eine Frage. Alex fragt, ab was für einem Alter wäre es sinnvoll zu wählen? Benedikt, willst du dazu was sagen? Ja, also ich finde prinzipiell, also mein absoluter Favorite wäre zu sagen, man lässt die Kinder ab dann wählen, ab dem Zeitpunkt, wo sie selber wählen wollen. Ich glaube natürlich, dass ein Dreijähriger oder Vierjähriger das nicht machen wird, weil der kann es ja noch nicht mal lesen, etc. Und ich glaube aber, dass es schwer ist, es an einem Alter festzumachen, weil, also ich bin mir sicher, ich weiß nicht, wer ist der Jüngste bei uns, wie alt sind wir? 11, 12? Wie alt seid ihr so ungefähr? Jetzt kommen ganz viele, 14, 12, genau. Und ich glaube, ihr zum Beispiel, ihr seid schon deutlich weiter, was vielleicht diese politische Bildung oder das Interesse auch an der Politik ist, als vielleicht andere Leute in eurem Alter. Und dann kann es auch sein, dass der Alexander, der hier 11 ist, vielleicht auch, ja, in Anführungszeichen weiter ist als der Rest bei Ihnen und vielleicht auch weiter ist als manche in meinem Alter. Und dann ist die Frage, okay, wenn man jetzt sagt, Wahlalter wäre 14,
dann dürfte der Alexander nicht wählen, obwohl er vielleicht weiter ist als Leute in meinem Alter. Deswegen würde ich sagen, dass jeder, der für sich sagt, er möchte gerne wählen und er fühlt sich bereit dazu und deswegen sich eintragen lässt bei einer Behörde und sagt, ich möchte jetzt mich ins Wählerverzeichnis eintragen, ich möchte ab jetzt wählen. Ich finde, am besten wäre es, dass die wählen dürfen. Ist deine Frage damit beantwortet, Alex? Gut. Amelie, du hast die Hand gehoben. Da argumentiere ich immer ganz gern mit der U18-Wahl. Also tatsächlich, bei uns gab es letztes Jahr in der Schule auch die U18-Wahl. Die hat eine Lehrerin bei uns umgesetzt. Und auch bei uns gab es zwei Deppen, die dann halt eine extrem rechte Partei gewählt haben. Eine Partei, die sagt, ja, da kann man jetzt drüber diskutieren, was man wählen möchte. Aber auf jeden Fall eine Partei, die ich persönlich nicht gewählt hätte und die Gott sei Dank meiner Meinung nach auch nicht im Bundestag ist. Und die fanden das total witzig und haben sich da einen drüber abgelacht, dass sie bei dieser Jugendwahl das gewählt haben. Aber wenn man sich das große Ergebnis anschaut, also ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, aber dann sieht man da ganz schön, dass es überhaupt nicht extremer ist. Also es ist nicht mehr die Linke oder mehr die Rechte, sondern es ist tatsächlich relativ genauso wie auch bei den Erwachsenen, nur dass speziell zum Beispiel die Grünen deutlich mehr Stimmen gehabt haben. Das heißt, es ist tatsächlich, der Großteil der Jugendlichen hat es gar nicht missbraucht, sondern hat es ganz normal verwendet. Und sind wir ehrlich, es gibt auch genügend Erwachsene, die das, egal ob aus Spaß oder aus Unwissen oder so, ja, wie auch immer, auch in Anführungszeichen vergeigen. Und ja, tatsächlich, vielleicht gibt es auch Jugendliche, die tatsächlich der Meinung sind, dass so eine Partei an der Macht sein soll. Und dann finde ich, dann muss man diese Meinung auch respektieren. Und dann ist es immerhin auch eine Meinung, die vielleicht, ja, die zumindest nicht von der Demokratie eingeschränkt werden sollte. Und ja, gerade dieses Ergebnis von der U18-Wahl hat eben gezeigt, dass es tatsächlich gar nicht so ist. Und deswegen finde ich, man sollte auch den Jugendlichen die Chance geben zu wählen. Da sage ich auch nochmal kurz einen Satz dazu. Aber ich bin auch komplett Benedikts Meinung. Also auch da, wenn wir anfangen wieder, einzelne Bevölkerungsteile, das können Jugendliche sein, das können Alte sein, das können Frauen sein, Männer sein, Ossis sein, Bayern sein, wen auch immer, auf einmal auszuschließen, weil uns deren Wahlverhalten nicht passt, dann kommen wir ganz schnell in eine Gesellschaft, die nicht mehr demokratisch ist, weil eben die Leute keine Stimme mehr haben. Also von mir aus missbrauchen Leute das für ihren persönlichen Spaß. Andere wählen ja auch als Erwachsene seltsame Parteien, rechtsradikale Parteien. Da braucht man keine Jugendlichen dafür, um ziemlich dumme Parteien zu wählen. Ja, aber man darf nicht anfangen, egal welche Bevölkerungsgruppen, einfach so auszuschließen, weil weil uns einfach die Wahlgründe oder das Wahlverhalten von diesen Leuten nicht passen. Das ist meine wirklich tiefe Überzeugung und so argumentiere ich immer, weil es um Demokratie geht und Demokratie muss sowas aushalten können. Was ich noch kurz sagen wollte, wenn ihr Lust habt, euch da noch weiter zu belesen oder zu informieren, dann gibt es auf Galileo einen Clip mit mir, der heißt Wahlalter senken und der ist tatsächlich auch auf planfortheplanet.org unter Botschaftern, findet ihr unter Benedikt, findet ihr das relativ weit unten, irgendwie so ein Link. Wenn ihr Lust habt, es euch anzuschauen, dann könnt ihr mich nochmal sehen, wie ich dumm rumquatsch. Sehr gut, vielen Dank. Ich würde sagen, zum Abschluss vielleicht, könnt ihr noch einmal ganz konkret sagen, wenn die unsere Botschafter, die heute dabei waren, jetzt gleich den Computer ausmachen, was ist das Erste, was sie machen sollen und was sagen sie ihren Eltern heute Abend beim Abendessen? Ich glaube, das, was ihr euren Eltern am Abendessen sagen könnt, ist, ihr wollt euch mehr in Richtung Politik oder beschäftigen, wollt euch mehr damit beschäftigen, welche Parteien ihr wählen wollt. Ihr könnt auch mal eure Eltern fragen, was denn sie so vielleicht wählen und dann euch mit euren Eltern auseinandersetzen, ob ihr das gut findet oder schlecht. Und ihr könnt sagen, dass ihr auch Lust habt zu wählen und auch da weiterhin engagiert zu sein und vielleicht, also das wäre tatsächlich das Optimum, ich weiß nicht, je nachdem, wie groß eure Stadt ist, in der ihr lebt, in München, macht es vielleicht weniger Sinn als in einem kleinen Dorf. Ihr könnt zum Beispiel dem Bürgermeister schreiben und dem schreiben, ey, wie schaut es denn aus? Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Ich würde gerne wählen, ich würde mich gerne mehr engagieren hier für die Politik.
würde mehr mitbestimmen wollen, ginge das vielleicht? Und dann einfach mal schauen, was der Bürgermeister euch antwortet. Ja, was ihr machen könnt, klar, das, was Benedikt sagt, und vielleicht eurem Bürgermeister, eurer Bürgermeisterin oder eben auch rausfinden lassen von den Eltern oder auch selber rausfinden, wer euer Wahlkreisabgeordneter ist im Bundestag. Also es gibt ja in Deutschland einen Haufen Wahlkreise, also jeder lebt in einem Wahlkreis. Und dann gibt es eure Abgeordneten, die in diesem Wahlkreis gewählt werden. Und dem kann man auch schreiben. Einfach eine E-Mail schreiben, hinschicken, hallo, ich möchte gerne wählen, warum darf ich nicht wählen? Warum machen Sie denn nicht mal eine Initiative? Wir hatten es ja vorhin auch, um das Grundgesetz zu verändern. Das ist meine Meinung, bitte achtet auf mich. Und meine Eltern sind übrigens auch meiner Meinung, die dürfen wir schon wählen. Und würden sie sympathischer finden, wenn sie sich für dieses Anliegen einsetzen würden. Ich glaube, das kann man auch noch machen. Und natürlich die Erwachsenen mobilisieren, weil das braucht auch Solidarität der Alten für die Jungen. Weil wir haben eben, also ihr habt eben keine Stimme, noch nicht. Und deswegen brauchen wir die Stimmen der Alten. Wir brauchen deren Macht, wir brauchen deren Geld, wir brauchen deren Netzwerke. Wir brauchen eben die Macht der Alten, damit sie uns ermöglichen, auch genauso wie sie selbst mitbestimmen und mitreden zu dürfen. Weil es heißt immer so, der Jugend gehört die Zukunft. Naja, das stimmt zwar, aber vielleicht gehört der Jugend auch mal so ein Stückchen Gegenwart. Das wäre auch mal ganz nice. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt eurem Lehrer in der Schule, falls ihr noch nicht die U18-Wahl an der Schule habt, falls sie noch nicht umgesetzt wird, ich bin jetzt an einem Gymnasium, an einer weiterführenden Schule, bei uns macht es dann jemand, der Wirtschaft und Recht macht oder ein Sozialkundelehrer, also irgendeinem Lehrer sagen, ihr wollt, dass das umgesetzt wird und dann schauen die vielleicht, dass eure Schule auch zu einem Wahlbüro wird und dann könnt ihr ganz einfach in der Pause wählen. So war das bei uns, bin einfach in der Pause runtergegangen in den Klassenzimmer, habe meine Stimme abgegeben. Und dann ist natürlich die Hemmschwelle auch deutlich niedriger dann für eure Freunde, die sich vielleicht nicht so interessieren, damit zu beschäftigen. Hervorragend, vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, machen wir heute eine etwas kürzere Version der Tree Talks und beenden das jetzt schon. Und Benedikt kennt es auf jeden Fall, der muss mitmachen. Ich glaube, Wolfgang kennt es noch nicht, der wird jetzt überrascht. Alle sollten es kennen, Joris wird es auch gleich merken. Wir beenden nämlich unsere Tree Talks immer mit unserem Schlachtruf. Und der Schlachtruf heißt Stop Talking, Start Planting. Ich rufe gleich ganz laut Stop Talking und ihr müsst, weil wir heute nicht so viele sind, ziemlich laut zurückrufen. Also, Stop Talking, Start Planting. Einer hat auf jeden Fall sehr laut gerufen. Ich glaube, die anderen können auch noch lauter. Stop Talking. Stop Planting! Ich danke euch vielmals.